Oh, du hast es geschafft. Durch den Wald zu marschieren ist wirklich extrem gefährlich geworden. Was waren diese extrem bizarren fliegenden Mäuse mit diesen Käferflügeln? Eine von denen hat mich sogar hier in den Kopf gebissen. Siehst du die Wunde hier? Aber Sisus hat sich schon wieder total gut verheilt. Nein, 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 nein. Kümmere dich nicht drum. Ich weiß, wo Klaus hingegangen sein könnte. Meinen Froschintelligenz zufolge ist er im Haus meiner Freunde. Was? Froschintelligenz? Wir müssen sofort dorthin gehen. Alec, join your party. Ich weiß zwar nicht, von was Alec hier spricht, aber... Ja, gut. Vertrauen wir ihm mal und gehen zu diesem... zu diesem Haus? Flint. Als ich gesagt habe, Froschintelligenz, gerade eben, hast du sicher gedacht, was? Oder? Stimmt's nicht? Frösche arbeiten für meinen Freunde, als Boten. Mein Freund, dem ist es möglich, mit Fröschen und Eidechsen und was auch immer zu sprechen. Siehst du diese Eidechse dort? Wir müssen nur in die Richtung laufen, die sie uns erzählt. Okay. Oh, da ist eine Pfeilechse. Okay. Gucken wir uns das mal an. Flint! Du hast Zweifel wegen diesem Freund von mir, oder? Mein Freund, also nein, besser gesagt Freunde, die sind besser bekannt unter dem Namen Magypsies. Sie leben isoliert, weit weg von der Zivilisation, seit einer langen, langen Zeit. Okay, also sprechen wir mal mit... Ich bin eine Eidechse. Ich werde dir den Weg weisen. Round, round, round we go. Where I start soon, you will know. Okay. Geil, diese Pfeilechsen. Cool, dann machen wir doch das mal. Da ist schon die nächste, sehr schön. Der sagt uns dasselbe und wir müssen einfach diesen Pfeilen hier folgen. Und schon werden wir in Bälde bei den Magypsies ankommen. Bei diesen seltsamen Freunden, die weit weg irgendwo wohnen. Okay, hier sind wir auch schon vorbeigekommen. Yay. So, runter hier. Hey, Flint. Was ist denn nun schon wieder? Ich bemerke, dass du nicht so schnell läufst jetzt. Ich denke, dass das Wort Magypsies dich irgendwie neugierig gemacht hat. Die Magypsies haben mysteriöse Kräfte. Und sie beschützen etwas hier seit einer langen, langen Zeit. Sie sind weder Mensch noch Tier. Weder Mann noch Frau. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie alt die sind. Aber ich weiß, das hat dir jetzt nicht wirklich geholfen, oder? Aber eigentlich, im Grunde genommen, sie sind einfach seltsam. Alle von ihnen. Jeder einzelne. Das sind, wie sie sind. Aber sie sind gutmütig. Okay, Mann, was sind das für Leute? Okay, Maulkampf habe ich rausgeschnitten. Bringt uns nicht viel, denn der liebe Alec kämpft nicht wirklich mit. So. Wo müssen wir hin? Nochmal eine. Da will ich jetzt nicht kämpfen. Oh, eine neue Pfeilechse. Wo müssen wir jetzt entlang? Gut, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, uns hier zu verlaufen. Aber ich weiß gar nicht, ob, wenn wir jetzt das nicht machen würden, ihnen folgen, ob es dann diese, ob wir dorthin kämen. Hab das noch nie ausprobiert. So, müssen wir in den Süden gehen. Hoppla die hopp. Nochmal eine Pfeilechse.
Oh, und Frösche. Falsch. Ich bin der falsche Frosch. Richtig, richtig, richtig. Ich bin der richtige Frosch, der richtige Frosch. Okay. Noch mehr Frösche. Und sie machen uns eine Brücke, ja. Bis hier sind wir garantiert noch nicht gekommen, aber jetzt können wir auf die andere Seite kommen. Sehr nice. Hüpf. Und hüpf über die Froschbrücke. Okay, und ein Spätzchen. Was erzählt uns das Chirpindi-Spätzchen? Ja, manchmal hinterlassen Gegner irgendwelche Items, das wissen wir ja bereits. Und wenn unser Inventar voll ist, ist es dann schwierig, diese Gegenstände wieder zu nehmen. Das wissen wir alle schon. Und dann müssen wir wahrscheinlich uns entscheiden und eines wegwerfen. Und deswegen gibt er uns den Tipp, dass wir essbare Sachen eigentlich sofort auf dem Weg essen sollen und nicht aufsparen. Und deswegen ist es ein super Tipp. Jo. Genau, wenn wir eben durch den Wald gehen und durch die Berge. Denn eben hier hinterlassen die Gegner wirklich sehr viele Sachen und es ist wirklich nützlich, wenn wir die am besten einfach nicht mitnehmen. Ribbit, ribbit! Ja, das kennt ihr ja wahrscheinlich noch. Ribbit, ribbit. Rabbit, rabbit! Jetzt sagt er Rabbit, rabbit. Geil. Okay, Safe Frog. Wo sind wir hier angekommen? Nochmal ein Spätzchen und eine Kuh. Bist du in der Laune, mich zu melken? Ja, sind wir das? Ja, ich glaube schon. Na klar doch. Flint hat frische Milch bekommen. Du bist wirklich gut im Melken. Okay, ist ja überhaupt nicht zweideutig, aber... Oh, eine Sauna oder eine heiße Quelle, besser gesagt. Wollen wir uns von unseren Strapazen natürlich noch ein wenig auschillen. Sehr nice. Yay. So. Und hier leben die Magipsies in diesem sehr extrem hübschen Haus. Gehen wir mal rein. Oh. What the... Was sind das? Oh, Besucher! Ah, wunderbar. Ihr müsst unbedingt von diesem Cake probieren. Es ist unglaublich lecker. Okay. Was sind das? Transen? Oh, Menschen? Okay. So müde. Ach. Und was hast du uns zu sagen? Ich komme von einem sehr kalten Ort. Deswegen hast du auch diesen dicken Pelz an. Und du? Ist das Alec? Ja, er ist es, er ist es. Oh, es freut mich, dich zu sehen, mein Schnukums. Oh, meine, wer sind denn diese zwei? Sei nicht so unhöflich, Iona. Lass uns doch vorstellen. Natürlich, wo bleiben denn bloß meine Manieren? Das ist mein guter Freund Alec. Und wer ist denn mit ihm? Flint, sagst du? Das ist so nett, dich kennenzulernen. Jetzt lassen wir uns alle richtig mal vorstellen. Wir sind die Magipsies. Sorry, ich muss einfach lachen. Das ist einfach zu witzig. Okay. Ah, ihr habt gerade Glück. Wir machen eine riesen Party heute. Und fast alle von uns sind da. Also da haben wir Eolia. Und dann gibt's Doria. Und dann Prygia. Oder wie man das auch immer sagt, Lydia. Und die andere da drüben, das ist Mix Lydia. Und die andere, die nicht hier ist, das ist Lokria. Ah, und mich kannst du Ionia nennen. Du kannst dir das alles gar nicht merken? Und natürlich nicht. Wir haben das wegen dir uns vorgestellt, mein Schätzchen. Ist das nicht so, wie alles läuft? Oder? Habe ich nicht recht, Alexi Poo? Ah, es ist schon eine Weile her, seit ich euch das letzte Mal gesehen habe. Mir ist froh, dass es euch gut geht. Ich habe gehört, dass ihr meinem Großenkel Klaus geholfen habt. Wisst ihr, in welche Richtung er gegangen ist?
Oh, du meinst dieser kleine, aufdringliche, squirty Junge von voreben? Dann glaube ich, dass das der von Flint, der Vater ist. Habe ich recht? Ja, jetzt kann ich die Ähnlichkeit erkennen. Ihr habt dieselben Augen. Ja, okay, was ist denn nun mit Klaus? Wo ist er? Ja, er ist weggegangen. Er war in einer großen Eile und hat also etwas gesagt von sich, von seiner Mutter rächen. Und ich war so, ja, generös zu dieser Zeit, dass ich ihm eine super kräftige Psy-Technik mit auf den Weg gegeben habe. Aber ich zweifle, dass es ihm möglich ist, sie sehr einfach einzusetzen. So, er ist einfach weggegangen dann und ihr habt ihn nicht aufgehalten? Was, wenn es ihm was zustößt? Ach komm, ring dich ein! Wir könnten uns nicht weniger um eure Menschenbedürfnisse kümmern. Eine Minute seid ihr hier und die nächste seid ihr schon wieder weg. Ihr armen Dinger, ihr lebt ja kaum 100 Jahre. Hoff. Das ist nur ein Zwinkern mit unseren Augen für uns, mein Gypsies. Weiß, warum sollten wir uns denn nur um diese kleine Leben kümmern? Ja, nein, nein. Mixlodia, Phrygia. Human, ihr Menschen, kümmern sich doch um solche kurze Leben. Ist das nicht richtig, Alexipoo? Ich verstehe sehr gut, wie du dich fühlst. Wirklich. Es ist mir egal, ob ihr das versteht oder nicht. Ich will nur wissen, wohin Klaus gegangen ist. Der Junge ist auf das Drago-Plateau gegangen. Wirklich sehr mutig, wenn ich das so sagen darf. Er ist nicht mal um sein kleines kümmerliches Leben bekümmert. Wenn ihr jetzt geht, könnt ihr ihn vielleicht noch einholen. Drago-Plateau, sagst du? Flint, wir müssen sofort dorthin gehen. Okay, ja, bloß weg von diesen Transen. Tja. Okay, die Entwickler von diesem geil. Flint. Der schnellste Weg zum Drago-Plateau ist hinter der Höhle, hinter dem Haus in der Höhle. Wir müssen dorthin, denn unser Junge ist wahrscheinlich auch da durchgegangen. Aber du musst wirklich irgendwas machen. Du bist so extrem angespannt. Was du machen musst, ist lächeln. Hast du das verstanden? Okay, ja, ja, klar. Ja, okay, aber du bist immer noch sehr angespannt, wenn du mich fragst. Hey, Alec, bitte mach nicht so wie die Mad Gypsies. So, gehen wir hier hinten mal entlang. Oh, ich will vielleicht nochmal Milch. Okay, wir dürfen nicht zu viel Milch nehmen. Okay, denn die Milch, die wird auch schlecht und verwandelt sich, glaube ich, später dann in einen super Joghurt. Glaube ich. Und hier ist die Höhle. Flint. Es ist stockdunkel hier drin. Aber habe keine Angst. Ich bin hier schon viele, viele Male durchgekommen. Überlass das alles mir. Aber viel wichtiger ist, dass du deinen super ernsten Look auf dein Gesicht ein wenig wegbringst. Der wird uns sicher noch Schwierigkeiten bereiten. Du musst dich entspannen, verstehst du? Oh Gott, Alec fängt an, mich zu nerven. Okay, wo gehen wir hin in dieser Höhle? Du musst weiter nach Westen gehen bei dieser Gabelung. Okay, aber ich will alles entdecken hier, denn oft ist an diesen anderen Ecken, abgesehen von Gegnern, wir haben hier Mr. Batty und Super Mewke. Hört euch, die Musik ist wirklich super, die gefällt mir sehr gut. Und Mr. Batty, die sind ja nicht so schwer, die nehmen uns nicht sehr viele Energie ab. Wir sehen immer noch eines. Zack. Okay, ja, die Baddies, die können sich auch noch selber verwirren. Das ist super nützlich. So, die haben wir erledigt und die weiteren Kämpfe werden wir natürlich auch rausschneiden.
Und es gibt sogar ein Level-Up, cool. So, hier oben ist natürlich noch ein Geschenk. Peculiar Cheese, ja, das ist immer nützlich. So, jetzt gehen wir weiter nach Westen, wie Alec gesagt hat. Hier müssen wir nach Norden gehen. Okay. Aber wir gehen einfach hier weiter. So, den haben wir auch besiegt. So, hier nach Norden. Hey, halt mal für eine Sekunde. Es sollte hier irgendwo ein Loch geben. Wenn du es findest, müssen wir reinspringen. Okay, danke für den Tipp. Oh, hier ist es schon, aber ich will natürlich noch gucken. In diesen all diesen Kämpfen, was man sonst noch finden kann. Finden wir... Okay, abgesehen von Kämpfen. Und noch mehr Kämpfen. Oh, das ist aber der lange Weg, Flint. Wenn es nach mir ginge, sollten wir das Loch hinunterspringen. Aber es ist egal, welchen Weg wir nehmen. Okay. Wir haben noch Nussbrot erhalten und müssen uns auch mal wieder irgendein Nussbrot zu Gemüte führen, denn ich will euch sicher, das Video wird vielleicht ein wenig länger, da ich eben die ganze Höhle noch euch zeigen will. So, schon wieder ein Kampf. Okay. Loch gefunden, sehr gut. Flint, wir müssen die südöstliche Passage nehmen. Okay. Machen wir doch. Okay, da ist noch ein Geschenk. Sehr schön. Beef Jerky. Aber wir können nichts mehr nehmen. Also muss ich nochmal irgendwie Nut Bread essen. Sehr schön. Okay. Volle Energie voraus. Und Beef Jerky. Sehr cool. Oh, Flinty Poo. Das war meine Nachmache von den Machipsis. Hast du es gemocht? Ah, entspann dich, entspann dich. Oh gut, ich pfeffer dir gleich eine, wenn du nicht aufhörst, Alec. Ich erzähl dir das schon früh, zum Voraus. Beim nächsten müssen wir nach Süden gehen. Okay, vielen Dank. Nach Süden, aber im Norden gibt's sicher noch irgendwas. Gibt's hier noch was zu finden? Hier könnte man hochklettern. Mache ich jetzt nicht, also... Gehen wir in den Süden. Und jetzt in den Westen. Okay, gehen wir... Ah, hier ist noch ein Geschenk. Running Bombs, sehr gut. Hey, warte. Was du das? Das ist nur ein Witz, ich was? Oh Gott, Mann. Alec, warum habe ich bloß... Oh. Warte mal eine Sekunde. Ich bin so vergesslich in der letzten Zeit. Welchen Weg war es denn nur? War es Norden? Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Norden irgendwo eine Weinranke ist. Wir müssen sie winden und hinaufklettern. Ui. Okay, müssen wir uns mal wieder was essen? Oder was wegschmeißen? Seht ihr, die Milch ist schon verrottet. Aber ich glaube, die gibt dann, wenn wir sie weiter behalten, gibt die dann Joghurt. Okay. Okay, hier gibt es eine Weinranke. Und hier oben? Flint! Du darfst wirklich lachen ab dem Witz, den ich von hinten gerissen habe. Hast du es nicht bemerkt? Ich hab du gesagt, weine die Weinranke. Anstatt, dass ich finde gesagt habe. War das nicht lustig? Nein, war es nicht, Alec. Bitte hör auf zu nerven. Oh, eine Sackgasse. Es tut mir leid, Flint. Sieht so aus, als wenn wir doch bei der letzten Passage nach Westen abbiegen müssten. Okay. So, dann sind wir hier. Gibt's hier sonst noch was zu finden? Nö. Ja, hier in den Norden. Ja, geh nach Norden. Okay. Oh. Hier gibt's leider nichts außer Gegner. Flinty Pie! Ich klau dir.
sei doch nicht so peinlich berührt. Oh Gott. Die sind geil. Echt jetzt. Alex, so geil. Nach den tragischen Ereignissen aus den letzten Videos ist das doch ein wenig eine Aufmunterung. Wir sind so gut wie da. Es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch nach oben gehen und diese Weinranken besteigen. The vines go up because they're divine. Oh, komm schon. Es ist doch nur ein Witz. Ah, ich glaube, ich werde nie ab seinen Witzen lachen. Gibt's hier noch was? Nö, gibt's natürlich nicht. Oh, scheiße. Nicht hier und auch nicht hier. Nee, ist alles okay. Ich muss jetzt die Weinranke beklettern. Oder erklimmen, besser gesagt. Okay, hier. Up, up we go. Ist hier noch was? Okay, hier ist die letzte Weinranke, aber ich will nicht gehen, bevor ich alles erkundet habe. Gut, es gibt eigentlich nicht so dolle, coole Equipments hier zu finden. So, dann bin ich aus der Höhle und...